Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder dabei seid und für alle, die den Kanal neu entdeckt haben, ein herzliches Willkommen beim Discflüsterer. Mein Name ist Dennis und ich untersuche, wann sich der Kauf einer 4K OHD-Scheibe lohnt oder man lieber bei der normalen Blu-ray bleiben sollte. Wie ihr sicherlich wisst, steht der Start der neuen Herr-der-Ringe-Serie Die Ringe der Macht von Amazon kurz bevor. So dachte ich mir, bewerte ich mal die legendäre Trilogie von Peter Jackson aus den 2000er Jahren für euch. Der Herr der Ringe braucht sicherlich keine große Vorstellung, denn es sind Filme, die bis heute ganz klar als Meisterwerke gelten und zu den besten Trilogien überhaupt gehören und mich damals im Kino ganz verzaubert haben. In meiner 4K-Review gehe ich genauer auf Bild- und Audioqualität ein und sage euch, wie Bonusmaterial und Verpackung ausfällt und ob sich letzten Endes der Kauf in 4K OHD lohnt oder nicht. In dieser Fassung bekommt ihr selbstverständlich die Kinoversion sowie die Extended Cuts der Filme dazu. Ich möchte auch nochmal betonen, dass ich die Filme im Rahmen einer UHD-Scheibe bewerte und nicht die Werke an sich. Diese sind und bleiben ohne Zweifel Meisterwerke. Wenn ihr Filme auf Scheibe sammelt oder einfach diesen Content mögt, dann würde ich mich über euren Support in Form eines Abos und einem Like sehr freuen. Fangen wir direkt an mit dem Bild. Wie ist das Bild der Herr der Ringe-Filme in 4K? Zuerst sei gesagt, dass alle drei Filme auf diversen Arriflex-Kameras auf 35mm Film gedreht wurden. Damals zum Release der 4K-Scheiben hieß es, dass das analoge Material angeblich in 4K gescannt wurde und ein 4K-DI angefertigt wurde. Hier dürfen jedoch ganz klare Zweifel daran geäußert werden. Denn das Framing, also der Bildausschnitt, ist exakt der gleiche wie bei den zuvor erschienenen 1080p Blu-rays. Wenn man analoges Material neu abtastet, dann hat sich der Bildausschnitt bei anderen 4K Remastered immer wieder verändert und das bekommen wir hier nicht. Des Weiteren wurden die Infos bezüglich der technischen Daten in Bezug auf das Mastering bei IMDb später wieder gelöscht. So liest man auf der Internetseite ganz klar, dass das Mastering weiter als 2K-DI angefertigt wurde. Es gab auch ein paar Personen, die sich auf das Behind-the-Scenes-Video mit Peter Jackson berufen und meinen, dass er gesagt hätte, es wurde nochmal neu abgetastet. Ich habe mir dieses Special angeguckt, aber auch hier sagt der gute Herr Jackson nie ganz klar, dass die Filme in 4K nochmal neu gescannt wurden. Er nutzt hier das Wort converted, was im Deutschen umgewandelt bedeutet. Jetzt kann man frei interpretieren, was eine Umwandlung sein soll. Jedoch hat weder er noch Warner nie von einer neuen Abtastung des analogen Materials gesprochen. Aus den genannten Gründen muss das Bild in 2K vorliegen und wurde somit für diesen Release hochskaliert. Wir haben hier also keine native 4K-Scheibe. Allerdings gibt es ja auch immer wieder Filme in UHD mit einem ganz guten hochskalierten Bild. Wie sieht es denn mit der Herr der Ringe jetzt aus? Ich möchte gleich vorweg sagen, dass die Qualität des Bildes für mich durchwachsen ausfällt. Das Bild im Kino sowie auf DVD und Blu-ray hatte immer ein natürliches Filmkorn vorzuweisen. Dies verändert sich nun mit den 4K-Scheiben. Es gibt viele Shots in all drei Filmen, die eine sehr gute Schärfe zeigen und gerade Details in Gesichtern und Kostümen ausgezeichnet darstellen. Hier muss man auch sagen, dass die Filme von der sehr guten Bitrate profitieren, da hier ausschließlich Scheiben mit einer Speicherkapazität von 100 GB verwendet wurden. Aber ein ganz großes Manko ist der Rauschfilter für mich, welcher in all drei Filmen unterschiedlich stark eingesetzt wurde. So kommt es dazu, dass wir hier eine inkonsequente Qualität fürs Bild bekommen. Denn in manchen Szenen wurde das Bild dermaßen totgefiltert, sodass hier Gesichter und Hintergründe unnatürlich glatt und wachsartig wirken und mich immer wieder störten und aus dem Geschehen rausgerissen haben. Es gab sogar Szenen, in denen die Qualität dermaßen schlecht und unnatürlich wirkte, sodass es eher wie eine DVD aussah. Alles wirkte zu flach und hatte durch die Filterung ganz viel an Schärfe einbüßen müssen. Mir ist bewusst, dass Peter Jackson den Look an die digital gedrehten Hobbit-Filme anpassen will, aber das sehe ich als großen Fehler an. Denn es gibt auch Szenen, in denen das Korn mehr durchkommt und besser wirkt. Das macht das Filmerlebnis der Trilogie etwas seltsam. Teil 3 hat durchgehend eine Filterung vorzuweisen, wirkt aber als Gesamterlebnis hier am besten. Ich selbst liebe Filmkorn, denn es gibt den Film diesen natürlichen und cineastischen Look. Jedoch kann ich verstehen, wenn manchmal ein bisschen gefiltert wird, um das Korn besser zu kontrollieren und ein angenehmeres Bild zu zeigen.
Jedoch war es bei der Herr der Ringe zu viel des Guten und hat für mich viel von den Charme der Filme weggenommen. Ein weiteres Problem durch die Filterung ist, dass Konturen und Linien im Bild zu weich werden und aus dem Grund wurde für dieses Bild dann noch Edge Enhancement eingesetzt. Das bedeutet, dass durch das digitale Nachschärfen die Ränder und Linien im Bild subjektiv schärfer wirken sollen, aber das führt auch dazu, dass es eher künstlich aussieht. Jetzt gibt es natürlich Argumente für und gegen digitale Nachbearbeitungsprogramme. Für mich stellt sich immer die Frage, ob es den Film bereichert und das Bild positiv unterstützt. Da es mir zu sehr auffiel und mich eher ablenkte, sage ich ein klares Nein dazu. Aus dem Grund verstehe ich die teils sehr positiven Kritiken aus den USA ganz und gar nicht. Aber genug mit der negativen Kritik, denn es ist nicht nur alles schlecht am Remaster, denn in puncto Farbgebung und Farbtiefe ist das Bild mit HDR10 und Dolby Vision in REC 2020 beeindruckend gut geworden. Hier zeigt sich das größte Upgrade im Vergleich zu den alten Blu-rays. Gerade der erste Teil hat endlich eine sehr schöne und natürliche Farbgebung und zeigt nicht mehr diesen starken Grünstich. So sehen die Hauttöne und die Wiesen im Auenland, aber auch das Feuer im Schicksalsberg endlich schön kräftig und lebensecht aus. Auch die Kontraste wirken dynamisch und die hervorragenden Schwarzwerte ermöglichen hier eine tolle Tiefenwirkung im Bild. Auch in der Schlacht um Helm's Klamm sind endlich viele Details erkennbar und setzen sich schön hier ab. Das konnte die alte Blu-ray beim Weiten nicht bieten. Diese schöne Farbtiefe zieht sich in allen drei Teilen durch und lassen die Filme im neuen Glanz erstrahlen. Natürlich zeige ich euch mal wieder ein paar Beispiele. Der erste Screenshot stammt vom ersten Teil, Die Gefährten. Im 4K-Bild könnt ihr die Gemeinschaft des Ringes auf einem schneebedeckten Berg sehen. Sofort fällt einem auf, wie leuchtend und natürlich der Schnee rüberkommt, aber auch der Himmel wirkt endlich richtig schön blau. Im Vergleich dazu ist das Bild der Blu-ray viel zu grün und unnatürlich. Beim direkten Vergleich fällt es einem sofort auf. Der Unterschied fällt hier groß aus und zeigt dir ein gewaltiges Upgrade im Bereich Farbgebung. Im zweiten 4K-Screenshot seht ihr einen Ausschnitt aus Teil 2, die zwei Türme. Im 4K-Bild sind Sam und Frodo zu sehen. Zwar wirken die Farben wieder leuchtender und knackiger, aber dieser Screenshot ist ein gutes Beispiel für die starke Filterung des Filmkorns. Wenn ihr vor allem auf Sams und Frodos Gesichter achtet, dann merkt ihr, wie glatt und wachsartig diese wirken. Aber auch Details wie die Textur ihrer Kleidung oder auch die Felsformation im Hintergrund sehen zu glatt und unnatürlich aus. Im Vergleich dazu zeigt das Bild der Blu-ray ein natürliches Korn und zeigt mehr Details in den Gesichtern und auch an der Kleidung. Beim direkten Vergleich sticht es hervor. Achtet nochmal auf die Gesichter oder die Felsen im Hintergrund. Das 4K-Bild ist alles andere als natürlich und stimmig. Zu guter Letzt das dritte Beispiel vom dritten Teil, die Rückkehr des Königs. Im Screenshot könnt ihr das Auge Saurons sehen. Das 4K-Bild zeigt dir nochmal die tollen Schwarzwerte und den dynamischen Kontrast. Auch das Feuer vom Auge sieht grandios aus. Im Vergleich dazu wirkt das Bild der Blu-ray von den Farben her verwaschen und flacher und lässt vor allem die gute Durchzeichnung des Schwarz vermissen. Zusammenfassend kann ich also sagen, dass das 4K-Bild von der Herr der Ringe Trilogie Top und Flop zugleich ist. Aus dem Grund gebe ich dem 4K-Bild auch 7 von 10 möglichen Punkten. Top ist natürlich die grandiose Farbgebung und Tiefe mit Dolby Vision. Hier zeigt sich ein wunderschönes Upgrade im Vergleich zu den alten Blu-rays. Endlich sehen die Filme einheitlich und stimmig aus. Dagegen ist die teils grauenhafte und starke Filterung des Filmkorns plus das digitale Nachschärfen ein absoluter Flop fürs Bild. Ja, es gab Szenen, die schärfer und knackiger wirkten, jedoch wurde dies manchmal durch den Rauschfilter auch wieder zunichte gemacht und sahen somit schlimmer als die 1080p-Scheiben aus. Die Filme wurden analog gedreht und sollten dieses Korn mit Stolz tragen, denn so habe ich die Filme im Kino erlebt und mehrfach im Heimkino. Aus dem Grund kenne ich die Filme teilweise auswendig und daher fiel mir der Rauschfilter, wie gesagt, sehr negativ auf. Auch schade ist es, dass wir hier nur ein hochskaliertes Bild bekommen, da wurde viel Potenzial verschenkt. Machen wir weiter mit dem Ton. Im O-Ton bekommen wir eine Dolby Atmos-Spur zu hören, welche in vielen Szenen an Referenzmaterial grenzt. Der Mix wurde perfekt in all drei Filmen aufs Bild abgemischt. So sind viele Geräusche, die auch sinnvoll von oben kommen, auf die 3D-Kanäle gepackt worden. So kommt der Schrei der Nazguls, Galadriels Monolog, der Balrog, Orks, die Filmmusik und noch vieles mehr immer wieder von oben. Kurz gesagt, die Atmosspur bei all drei Teilen macht eine ganze Menge Spaß. Auch die Grundebene hat vieles zu bieten und der Bass klingt in vielen Sequenzen kräftig und druckvoll. Die Stimmen klingen sauber und deutlich und kommen schön hervor.
Für den deutschen Ton müssen wir uns weiter mit der DTS HD Master 6.1 Spur zufrieden geben. Ja, die Spur klingt immer noch gut, aber es fehlt hier ganz klar an tiefen Bässen und Dynamik. Auch die Stimmen klingen im Vergleich zum O-Ton dünner und komprimierter. Es ist schade, dass hier kein neuer Mix abgemischt wurde. Denn wir reden hier nicht über irgendwelche x-beliebigen Filme, sondern es ist der Herr der Ringe. Selbst ein neuer DTS MA-Mix mit druckvollen Bässen und sauberen und kräftigen Stimmen wäre schön gewesen. Aber nein, die Mühe war es Warner nicht wert. Ich gebe den Ton 8 von 10 möglichen Punkten, da wir ein großes Upgrade im O-Ton erhalten und ganz viel Spaß macht. Aber der deutsche Ton komplett vernachlässigt wurde. Der deutsche Ton ist mit dem auf der 1080p Blu-ray identisch. Kommen wir nun zu den Extras. Diese Kategorie kann ich schnell abfrühstücken, denn es gibt kein Bonusmaterial in irgendeiner Form auf dieser 4K-Scheibe. Nicht mal ein Audiokommentar ist mit dabei. Ich nutze mal die Chance und möchte hier auch ein Wort zur Mittelerde Collector's Edition sagen. Auch hier ist das gesamte alte Bonusmaterial, welches Stunden um Stunden füllt, nicht zu finden. Ihr bekommt hier lediglich alle Filme in allen Fassungen auf 4K UHD sowie auf 1080p Blu-rays. Es gibt eine Bonusdisc mit 9 Extras darauf. Würde man gerne nur auf 4K umsteigen wollen, müsstet ihr hier auf das gesamte alte Bonusmaterial komplett verzichten. Für mich ist das eine derbe Enttäuschung und irgendwie auch eine Frechheit an die Fans. Schade, dass Warner hier nichts anbietet. Kommen wir nun zurück zu meiner 4K-Version. Ich gebe dem fehlenden Bonusmaterial auch 0 von 10 möglichen Punkten. Machen wir weiter mit der Verpackung. Ihr könnt hier die normale 4K M-Ray von der Herr der Ringe Trilogie sehen. Das Frontcover zeigt uns Sauron und den Schicksalsberg und der Ring der Macht ist in Weiß um den Berg herum abgebildet. Das Design fällt ganz in Ordnung aus, was sehr erfreulich ist. Warner spendiert hier ein Wendecover, sodass die FSK und HDR Logos komplett verschwinden. Die Rückseite zeigt nochmal alle wichtigen technischen Infos zu den Filmen. Im Inneren finden wir dann die insgesamt 9 Discs, welche in den Farben Grün, Rot und Blau bedruckt wurden und somit den jeweiligen Teil darstellen. Insgesamt gebe ich der Verpackung 6 von 10 möglichen Punkten, da das Design okay ausfällt, aber auch nichts Besonderes ist. Andere Editionen in der Vergangenheit haben gezeigt, wie toll Veröffentlichungen von der Herr der Ringe aussehen können. Man erinnere sich nur an die Buchedition von 2016. Alternativ gibt es noch die Steelbook-Version, allerdings bekommt man diese nur noch zu absoluten Wucherpreisen und ist mit knapp 200 Euro auf eBay einfach nur eine Frechheit. Mein Fazit fällt genau wie diese 4K-Veröffentlichung durchwachsen aus. Ich liebe die Filme und so gerne würde ich hier eine ganz klare Kaufempfehlung aussprechen. Ich sage hier aber eher ein Jein dazu. Für mich wurde nicht das Beste, das Maximum für das 4K-Format rausgeholt. Ja, die grandiosen Farben in Dolby Vision und der O-Ton mit Dolby Atmos wissen zu begeistern und machen viel Spaß. Aber ich merke, wie sehr mich dieser starke Rauschfilter und der gleichbleibende deutsche Ton dann doch enttäuscht hat. Auch, dass es kein Bonusmaterial gibt und das Design eher okay ausfällt, macht diese Veröffentlichung ein wenig lieblos. Aus dem Grund gebe ich der Herr der Ringe noch gut gemeinte 7 von 10 möglichen Punkten und sage euch, dass ihr abwägen müsst, was euch persönlich wichtig ist und euch besser gefällt. Wenn euch die Filterung des Korns nicht stört und ihr die besseren Farben und Bitrate haben wollt und auf die Extras verzichten könnt, dann greift zu den 4K-Scheiben. Seit dem 25. August könnt ihr sogar die Filme mit dem neuen Remaster als 1080p Blu-rays kaufen. Ich würde behaupten, dass wenn ihr unbedingt die Filme mit der neuen Farbgebung sehen möchtet, dann reicht diese Veröffentlichung sicherlich allemal aus. Allerdings ist der Nachteil dann, dass ihr nur die Extended Cuts da bekommt. Jetzt seid ihr mal wieder gefragt, was denkt ihr eigentlich zu der Herr der Ringe in 4K? Seid ihr der gleichen Meinung oder seht ihr das ganz anders? Und freut ihr euch schon auf die neue Amazon-Serie? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wenn ihr mehr Videos zur 4K-Veröffentlichung sehen möchtet, dann schaut doch gerne in meine Kritik von letzter Woche rein. Da habe ich über Everything, Everywhere, All at Once gesprochen oder geht direkt auf meinen Kanal. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin macht es gut und bleibt gesund. Euer Discpistol.